mich das allererste Mal auf diese Art letztendlich ja, mich so auch auszutauschen im Grunde genommen. Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast, dich mit uns in Kontakt zu setzen. Bei mir ist das ja so, dass ich kann zwar sehr viel reden über dieses Advaita und Non-Duality und hin und her, und darüber kann man erst reden, wenn alle möglichen Glaubenssätze schon weg sind. Ja? Und genau. Jetzt von da, wo ich so nach den Prozessen der letzten Jahre jetzt stehe, sehe ich, dass es eben ein Bearbeiten von den Glaubenssätzen braucht. Ja, das ist mir liegt das mehr am Herzen als dieses Non-Duality-Sprechen. Genau. Und deshalb richte ich meine Aktivitäten jetzt bei den Interviews in letzter Zeit auch verstärkt darauf aus, mit Menschen zu sprechen, die konkret an den Themen helfen. Und Martin, ich glaube, da bist du einer davon. Es wäre schön, wenn du mal kurz einführen könntest, was du machst und welche Ergebnisse das bringt. Also vielleicht ist es immer am einfachsten, wenn man von sich selbst erstmal spricht. Der Anlass, den ich also im Grunde genommen hatte, war mein eigenes Leben, logischerweise, dass ich eben einfach immer wieder gemerkt habe, dass ich in so alte Muster zurückverfalle. Ich habe sehr viele Erfolgsbücher gelesen. Ich wollte natürlich auch, wie viele andere Menschen, eben sowohl beruflich als auch unternehmerisch und wirtschaftlich eben erfolgreich sein, und habe aber da immer wieder gemerkt, dass ich gewisse Grenzen erreicht habe und dann immer in alte Verhaltensweisen eben zurückverfallen bin. Und das war für mich so ein Anlass gewesen, zu gucken, was kann man denn da machen, und stellte einfach fest, dass letztendlich wir ja ganz, ganz stark eben durch unser Unterbewusstsein im Endeffekt gesteuert werden, und dass dieses Unterbewusstsein letztendlich auch für diese Glaubenssätze eben da verantwortlich ist. Und was der Unterschied ist, ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr die Zeit verschwenden sollte, eben einzelne Themen so sehr zu betrachten, sondern mich selbst als Ganzes, als Mensch mit meinem gesamten Verhalten und in Reflexion eben zu anderen Menschen. Also meine Feststellung ist einfach die gewesen, dass unsere Überzeugungen oder Glaubenssätze durch Lebenserfahrungen entstehen, die wir vor allen Dingen, also ich sag mal zu 80-90%, in Reflexion auf andere Menschen haben. Und die ersten Erfahrungen, die wir in diesem Zusammenhang machen, sind wir halt als Kinder. Das heißt, wir werden in eine Familie hineingeboren. Das erste Gesicht, was wir sozusagen bekommen, zu sehen bekommen, die Reflexion ist unsere Mutter. Und dementsprechend verhalten wir uns. Und dieses Verhalten, das also am Anfang ganz klar erstmal über eben Gestiken sind und so weiter, trainieren wir uns eben an und gewöhnen uns daran, in einer bestimmten Art und Weise mit Menschen eben umzugehen. Die unterscheiden wir eben einfach in eben auch durch unsere Gefühle, wir reagieren wieder drauf, und daraus entsteht letztendlich ein bestimmtes Muster, ein gewisses Verhalten, und so gehen wir bis ins Erwachsenenalter letztendlich anhand dieser Erfahrung, die wir in der Kindheit gemacht haben, mit uns und eben auch mit unseren Überzeugungen um. Und die, und das ist das Faszinierende, ändern sich eigentlich so gut wie nicht. Die werden so ein bisschen verfeinert noch. Aber letztendlich, und das ist das, was die Kerninformation meiner Arbeit ist, dass wir tatsächlich die Menschen, die wir als allererstes kennengelernt haben, also Vater, Mutter, Geschwister, dann Oma, Opa und so weiter, sozusagen im ganzen Leben immer den Vergleich herstellen zu allen anderen Menschen, also jeden, den wir kennenlernen, vergleichen wir unbewusst quasi mit denen, die wir eben aus frühester Kindheit kennengelernt haben, und verhalten uns dann genauso. Und das ist das, was diese Glaubenssätze oder Überzeugungen oder sowas ausmacht. Und meine Frage war einfach an mich gewesen, muss ich jetzt jedes einzelne Erlebnis, was ich also mit Vater, Mutter, Geschwistern und so weiter hatte, analysieren, um also aus diesen Glaubensmustern, aus diesen Glaubens- oder Überzeugungen herauszukommen? Oder gibt es irgendwie, ich sage es jetzt einfach mal, einen bequemen Weg, einen einfachen Weg? Und das funktioniert tatsächlich, habe ich tatsächlich entdeckt, dass eben man ein einziges Mal diese Positionen, die eben die Menschen, mit denen wir in Zusammenhang stehen, sozusagen klären muss, und vor allen Dingen klären aus Gründen oder mit bestimmten Begriffen, die bei uns eine sehr starke Wirkung haben, in Dankbarkeit, Liebe logischerweise, und was ganz wichtig ist, mit Verantwortung.
Also ich habe festgestellt, dass es Worte gibt in unserer deutschen Sprache, die eine ungeheure Wirkung auf uns haben. Also deren Wirkung sind wir und war ich mir eigentlich über Jahre eben auch nicht bewusst gewesen. Und das Interessante ist, um jetzt konkret zu werden, wenn ich nenne es jetzt einfach mit dem Beispiel Vater, weil die meisten Jungs, du ja auch als Mann heute, kannst du das mit nachvollziehen, ist einfach, dass wir Jungs versuchen, mit unseren Vätern den Kontakt so aufzubauen, dass die Väter uns in der Rückmeldung quasi bestätigen, bist in Ordnung, du machst deine Sache gut. Also das heißt, unser Bestreben ist ganz stark danach orientiert, die Anerkennung und die Wertschätzung und eben auch Lob und so weiter durch unsere Väter zu bekommen, also in dieser gleichgeschlechtlichen Situation. Leider tritt aber auch zwischen Vätern und Söhnen oft so ein Konkurrenzverhalten aus. Und es passieren also da die unterschiedlichsten Dinge, aus denen wir letztendlich dann eben, wie ich schon sagte, Überzeugungen, Glaubenssätze entwickeln, die wir dann mit anderen männlichen Genossen sozusagen im Laufe unseres Lebens eben in Ähnlichkeit verbahnen. Und auflösen, um jetzt konkret zu werden, kann man das durch gezielte formulierte Sätze, die darauf aufbauen, dass man als erstes mal Dankbarkeit dafür ausdrückt, dass mein Vater quasi dafür gesorgt hat, dass ich auf diese Erde gekommen bin, also einfach für diesen biologischen Vorgang. Aber jetzt kommt es, dass er eben als Vater die Verantwortung übernimmt, die Aufgabe des Vaters zu erfüllen. Und die endet ja nicht. Ne? Also das ist ja nicht nur begrenzt auf die Kindheit oder sowas, sondern das ist für das gesamte Leben. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinem Vater die Verantwortung zu 100% übertrage, die väterlichen Aufgaben zu übernehmen, dann übernimmt er für alles, was er da gedacht und wie er mit mir umgegangen ist, also für sein Denken und Handeln, das ist auch die Formulierung, die ich da benutze, die Verantwortung, und ich muss nicht mehr eine Einzelepisode analysieren, war das richtig oder falsch. Also ich übertrage ihm sozusagen, oder ich respektiere auch, dass er etwas handelt, etwas beurteilt hat, wie auch immer. Aber er muss für das, was er dort getan hat, im Zusammenspiel mit mir quasi die Verantwortung übernehmen. Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich komme zu dir, Martin, und sage, ja, also Martin, hier Verhältnis mit meinem Vater, das ist nicht so toll. Ja. Es ist, genau. Ich habe da nie Anerkennung gekriegt. Genau. Der Mann ist in der Zwischenzeit schon gestorben. Und jetzt, wie gehen wir denn da dran? Was würdest du dann sagen? Also konkret würde ich jetzt dich eben im Grunde genommen so aufklären, wie ich das eben jetzt auch gemacht habe, dass es da einfach gewisse Muster gibt, die wir uns angewöhnt haben. Und ich würde jetzt ganz konkret dich auffordern, einige Sätze, die ich entwickelt habe, nachzusprechen. Und durch mich bekommst du quasi als Ergänzung noch einen Impuls, der über den Solarplexus geführt wird, um quasi, man nennt das auch den Seeleneingang, um eben das Unterbewusstsein, deine Seele, deine Psyche eben aufzufordern, im Sinne dieser Worte zu handeln. Und diese Worte heißen also ganz konkret, würde ich sagen, erst dich fragen, wie du deinen Vater ansprichst, also ob Papa, Vati, Vater oder so etwas. Also Papa wäre es, ne? Papa, ja. Also das wäre so, dass ich dich dann aufhören würde, mir diese Sätze in Paketen sozusagen nachzusprechen. Also lieber Papa, ich danke dir dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass ich auf diese Erde komme. Dann wird jeder Satz mit dem Wort jetzt beendet. Also es soll ja eine unmittelbare, augenblickliche Entscheidung gefällt werden. Und ergänzt würde das Ganze durch eine Handbewegung, die ich über den Solarplexus von unten nach oben führe. Und in dieser Verbindung erwähne ich das Wort Korrektur. Also es ist ein neutraler Begriff. Und dieser Begriff Korrektur fordert sozusagen das Unterbewusstsein auf, in diesem Sinne sozusagen diese Feststellung zu verarbeiten. Der nächste Schritt wäre dann, der nächste Satz wäre also, lieber Papa, die Verantwortung, die du als mein Vater hast, übertrage ich dir heute zu 100%. Ja? Und danach wieder das Wort jetzt und danach dieses Wort Korrektur. Der nächste Satz heißt, dass du also in deinem Fall dann sagen würdest, ich, Reinhold, übernehme als dein Sohn zu 100% die Verantwortung als Sohn.
Das heißt, mit dieser Bezeichnung Sohn oder Vater wird auch immer unterstrichen, dass du nur in dieser Funktion im Verhältnis zu deinem Vater Sohn sein musst. Du musst nicht Freund sein und du musst auch nicht Ratgeber oder Lehrer sein, sondern nur Sohn. Auch wieder jetzt. Und dann gibt es einen Satz, der sehr, sehr interessant geworden ist, den ich sehr, in den letzten Jahren sehr stark in der Wirkung gemerkt habe. Der Satz heißt, ich achte und respektiere deinen Weg und dein Schicksal. Das heißt, nach meiner Überzeugung ist es so, dass ja jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Also diese Annahme, dass ich für das Glück eines anderen Menschen zuständig bin, ist Unsinn. Also nach meinem Empfinden. Ich muss nur gucken, dass es mir gut geht. Und ich sage auch immer wieder zu meinen Klienten, sorge für dich, wenn es dir gut geht, gehen allen anderen drumherum auch gut. Dann brauchen die sich nämlich keine Sorgen zu machen. Also so ein gewisser, gesunder Egoismus wieder. Und zum Schluss kommt dann dreimal in der Wiederholung, und das ist meine Überzeugung eben auch, dass wir in unserem Handeln, in dieser Reflexion zu den anderen Menschen, keine Schuld haben. Also wir machen letztendlich nur Erfahrungen. Deshalb formuliere ich dann eben dreimal hintereinander, in deinem Fall würdest du sagen, ich bin frei von Schuld. Und jedenfalls wird das ergänzt durch diesen Impuls. Und das Interessante ist tatsächlich, also dieses Befreien von Schuld und Schuldgefühlen ist unglaublich enorm, weil wir machen uns ja, und du kennst es ja an deiner eigenen Person, im Nachhinein oft eben Vorwürfe, dass wir bestimmte Dinge nicht hätten sagen sollen oder unser Verhalten anders strukturieren sollen oder. Und das erzeugt ja bei uns Schuldgefühle. Aber ich, nach meinem Dafürhalten, denke, dass es einfach überflüssig ist. Wir brauchen in uns selbst keine Schuld uns zuzuweisen, weil es uns auch energetisch letztendlich Kraft kostet. Und befreie sozusagen mit diesem Satz, ich bin frei von Schuld, mein Handeln von diesem, ich sag mal, eher moralischen, diesen moralischen Einschätzungen. Und das ist das, was also insgesamt mit einer Person in diesen wenigen Worten und wenigen Sätzen stattfindet, hat aber tatsächlich eine extreme Wirkung auf den Menschen. Also ich auch immer wieder sage, ist einfach, viele Menschen merken es erst oft einen Tag später, dass diese Informationen sich tatsächlich in der Zelle abspielen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Also ich habe eine Klientin gehabt, die wirklich völlig aus dem Ruder war aufgrund eines Burnouts, die nach einem Tag schon gesagt hat, sie könnte jetzt Bäume ausreißen, oder andere, die eben einfach, und mehr als anderthalb Stunden reich, kann man auch in dieser Weise nicht arbeiten, so erschöpft sind, weil tatsächlich dieses Informationspotenzial auf der Zelle auswirkt und tatsächlich kraftzehrend ist. Also die Leute sind total K.O. anschließend, erholen sich natürlich innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ja, und so gehe ich letztendlich immer nur mit den einzelnen Personen, also nach Vater kommt dann Mutter, die Sätze ändern sich nicht. Das ist das, was also das Bequeme an dieser Sache ist und deshalb auch leicht zu erlernen, wenn man diese Sätze einmal mal kennengelernt hat, dass man das sehr explizit eben vor allen Dingen mit den Familienangehörigen macht. Vater, Mutter und eventuell dann Geschwister. Und da ist es wichtig, dass man bei den Geschwistern sich selbst in diese Hierarchie einordnet. Also in meinem Fall ist es so, ich habe einen älteren Bruder und zwei jüngere. Und wenn ich meine Geschwister dann eben sozusagen diese Position kläre, dann spreche ich also zum Beispiel meinen älteren Bruder, der heißt Jockel. Also die Verantwortung, die du als älterer Bruder hast, übertrage ich dir heute und ich behalte die als jüngerer Bruder und im Verhältnis zu meinen jüngeren Geschwistern eben dann umgekehrt, dass ich sage, ich bin der Ältere und übertrage dir als mein jüngerer Bruder die Verantwortung. Das ist sozusagen dieser Bereich Familie. Und nach meinen Erfahrungen klärt das, wie gesagt, zu 60-70% die Konflikte, die man mit anderen Menschen hat. Also weil, wie ich vorher schon sagte, wir immer eigentlich so ähnlich wie aus der Hellinger Thematik heraus stellvertretend andere Menschen für unsere Eltern stehen oder unsere Geschwister. Also das ist so. Vorhin, als du das gesagt hast, ich bin frei von Schuld, ja, diesen Satz, da kam bei mir der Impuls auch zu sagen, ja, du bist frei von Schuld. Ja? Also das wäre vielleicht noch eine, die man draufsetzen könnte. Reinhold, das ist so, ich arbeite ja nichts anderes als ein Impulsgeber. Das heißt, ich gebe eigentlich nur dem Menschen die Worte vor, die er ja immer in Ich-Form sagen muss. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der etwas weitergibt, sondern ich bin sozusagen nur so ein bisschen der Informationsträger,
der dem einzelnen Klienten sozusagen diese Erkenntnisse in Ich-Form vorgibt, damit er es auf sich bezieht. Also es ist wichtig, dass ich auch jetzt in dieser Formulierung, es ist mir wichtig, Reinhold, dass es ja dann auch wieder eine Bewertung wäre von meiner Sorge. Also ich würde den jemanden freischaffen. Ich meinte den Satz wiederholen lassen. Also wenn ich ein Problem mit meinem Vater habe und sage zum Schluss, ich bin frei von Schuld, dreimal, kann ich ja genauso gut sagen, du bist auch frei von Schuld, um ihn in seine Rolle. Genau, aber um den Punkt geht es, Reinhold, dass ich das vermeide. Ich möchte nicht, dass wir uns in Anführungszeichen sozusagen zum Richter eines anderen ausmachen. Ich müsste ihn ja sozusagen befreien. Das muss er selbst tun. Und das ist in diesem Wort, ich respektiere deinen Weg und dein Schicksal bereits drin. Und ich muss im Grunde genommen für mich sorgen, wie positioniere ich mich im Verhältnis zu den anderen Menschen. Und diese ganzen Aussagen betreffen nur meine eigene Person. Also ich leite das sehr stark ab von der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, der ja auch eben in der Ich-Form sich selbst ausdrückt, Gefühle, Bedürfnisse und so weiter. Und ich halte das für das wirklich Wichtige, dass ich mich eben nicht, wie gesagt, zu einem Richter mache oder bewerte oder sonst irgendwas tue. Aber eine schöne Klarstellung, danke. Mhm. Ja, das ist also, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wie du es auch selbst, möchte ich kurz noch darauf zurückkommen, du sagtest, dein Vater sei schon verstorben. Ja. Du weißt, der Seele lebt ewig und deshalb spielt es keine Rolle, ob eben diese Aussagen, die ich wie jetzt in deinem Fall, auch mit meinem Fall, mein Vater ist auch schon verstorben, wenn ich ihm das übertrage, dann erreicht ihn auch diese Information. Also wir sind, es braucht also nicht eine lebende Person da zu sein. Und das geht vor allen Dingen dann im nächsten Schritt weiter, weil ich dann die Gruppe der Ahnen quasi berücksichtige. Das heißt, ich gehe auch nicht mehr einzeln darauf ein. Ich hatte es schon einmal in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe es immer so ein bisschen eilig. Ne? Das heißt, ich bin ungeduldig und wie gesagt, ich habe in dem Gesamtkonzept eben geschaut, wie kann man das Ganze komprimieren, dass man also nicht, wie es in den klassischen Therapieformen ist, ewig und lange an irgendwelchen Einzelthemen herumeiert und dann irgendwann doch nicht weiterkommt. Also ich habe solche Erfahrungen gemacht, dass ich Klienten hatte, die eben 8 oder 10 Jahre Gesprächstherapie hinter sich hatten und das Thema Mutter immer noch nicht geklärt war. Und in meinem Fall ist es so, dass ich ca. 5 bis 7 Minuten brauche und dann ist das für alle Zeit sozusagen abgeschlossen. Und deshalb gehe ich auch nicht mehr, wie gesagt, auf jetzt Oma, Opa und Ureltern, Urgroßeltern ein, weil oft kennt man die auch gar nicht mehr und kennt auch keine jetzt direkten Episoden oder sowas, die irgendwie störend wären. Und das ist auch nicht mehr die Frage, die wir klären müssen, sondern ich mache das dann einfach nur noch in 2 Gruppen, dass ich sage, also auf der einen Seite sind die männlichen Ahnen, also alles, was hinter meinem Vater steht, und alles, was hinter meiner Mutter steht und wird sozusagen insgesamt in dieser Pauschalität betrachtet. Und da ist es ein bisschen anders, wie jetzt bei der Direktansprache, dass ich dort tatsächlich eine Formulierung benutze, die heißt, oder ich muss im Vorfeld etwas sagen, und das ist etwas so Tolles, weil es einfach uns wirklich Menschen als uns spirituell und göttliche Wesen eben zeigt, dass wir tatsächlich, und das kann man auch entsprechend kinesiologisch überprüfen, der Ansicht sind, dass wir als Retter unserer Ahnen aufspielen müssen. Ich sage es jetzt mal einfach so. Wir glauben tatsächlich, dass wir die Probleme und Schwierigkeiten unserer Ahnen lösen müssen. Also ich habe das durch eine Rückführung, die ich vor Jahren mal, als ich anfing zu machen, eben auch in meiner eigenen Person erlebt, dass es einen Konflikt in meiner jetzigen Lebenssituation kam, die aus der Übernahme von Verantwortung und von ja, wie gesagt, Lösungsabsichten aus der Zeit meines Urgroßvaters kam. Und um da nicht zu forschen und wie gesagt, diese langfristigen Rückführungsarbeiten zu machen, pauschaliere ich das Ganze und sage einfach, und das ist einfach der, entschuldige, dass ich da nochmal anfange. Und zwar, das Entscheidende meiner Erkenntnis ist einfach, dass wir uns dann wirklich sehr, sehr schnell von etwas, von einem Konfliktthema, von einem Glaubenssatz, von einer Überzeugung trennen können, wenn wir am Anfang dieser Entscheidung
auch für das, was schiefgelaufen ist, sozusagen die Verantwortung übernehmen und das in Dankbarkeit. Das ist oft schwierig, also schwierig dann, wenn Menschen traumatisiert sind oder wenn Menschen leider Gottes eben auch einen Missbrauch erlebt haben, dann fällt es ihnen natürlich ganz, ganz besonders schwer, jemanden, der eben diesen Missbrauch, der muss nicht nur sexuell orientiert sein, an ihnen ausgeübt hat, dem auch noch dankbar dafür zu sein. Aber es ist tatsächlich in der Wirkung enorm, wenn man bereit ist, das zu tun. Wie gesagt, für sich selbst, nicht für den anderen, sondern nur für sich selbst. Und deshalb ist es auch eher auf diesem Bereich der Ahnen so, dass ich eben sage oder auch es so formuliere, dass wir erstmal Dankbarkeit ausdrücken für den Glauben, dass wir die Probleme der anderen lösen müssten und dafür Verantwortung übernehmen. Also ich muss das Alte in Verantwortung und in dieser Dankbarkeit abschließen. Und da ist es gar nicht wichtig, die jetzt einzeln zu beschreiben. Also was ich auch festgestellt habe, dass wirklich diese Einzelbeschreibung bestimmter Situationen oder Wirkungen, die es auf mich hat oder sowas, in der Methodik, wie ich sie anwende, nicht mehr notwendig ist, sondern letztendlich nur noch um die Erkenntnis geht. Ich habe etwas erkannt, habe es verstanden. Da reicht auch aus, das so allgemein zu formulieren. Also nur ein kleines Beispiel zu meiner lieben Frau, dass eben sie leider Gottes sich durch einen Sturz ihren Meniskus angerissen hat. Und du weißt ja auch, jeder Sturz und jedes Geschehen ist, was wir uns, was wir passieren, selbst wenn wir mit dem Hammer auf den Daumen hauen, hat einen gewissen Grund. Ne? Und das heißt, ein bisschen aufmerksam mit uns umzugehen, hinzuschauen, wo wir hingehen und so weiter. Das sind ja im Grunde genommen nichts an, alles Hinweise. Und sie hat also dann sich das auch normal sozusagen untersuchen lassen. Es wurde festgestellt, leichter Riss und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch einfach mit meiner Methode etwas machen. Und ich habe ihr sie aufgefordert, einfach zu bestätigen, dass das, was sie erlebt hat, in Ordnung war, also in Dankbarkeit, das abgeschlossen. Der zweite Punkt war dann, dass sie gesagt hat, ich habe verstanden, weshalb mir das passiert ist, übernehme dafür die Verantwortung. Und der dritte Punkt war dann, aufzufordern, den Körper, die Heilenergien auch zu aktivieren, dass es eben zu diesem Heilungsprozess kommt. Und für diesen Heilungsprozess übernehme ich auch wieder Verantwortung. Und es ist ganz erstaunlich, sie ist also zu 100% beschwerdefrei. Man müsste es jetzt einfach nochmal untersuchen lassen nach einiger Zeit, ob das eben komplett zusammengewachsen ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die ich da nennen kann, wo solche, ich sage es jetzt einfach mal, auch Kleinigkeiten, so Missgeschick oder sowas, ne, sich zu schürfen oder wie gesagt, irgendwie den Finger mal einzuklemmen oder sowas, soll immer so ein bisschen der Hinweis sein, achte ein bisschen drauf, mach die Augen auf, sei mit dir in, als eins aktiv. Und, da kann man es genauso sehen, eben erstmal das Missgeschick in Dankbarkeit zu verantworten, zu erkennen, weshalb allgemein, also ich habe einfach verstanden, was mir passiert ist, und im nächsten Schritt formuliere ich eben einfach so, wie ich es haben möchte, ne? Dass ich, dass meine Heilenergie eben auch läuft. Und kommen wir jetzt wieder zurück auf die Ahnen, da ist es eben auch so, dass ich eben im ersten Schritt den Glaubenssatz sozusagen in die Verantwortung nehme, dass ich glaubte, die Probleme und Schwierigkeiten meiner Ahnen lösen zu müssen. Und wenn ich diesen Glaubenssatz erstmal verantwortet habe, dann kann der auch aufgelöst werden. Wenn ich nur etwas oben drauf setze und sage, du brauchst nicht mehr, dann brodelt das runter weiter. Das ist so wie, ich sage immer, wie so eine kontaminierte Erde. Wenn ich einfach eine belastete Erde habe und setze da, was weiß ich, Radieschen rein, dann kommen da halt keine Bio-Radieschen raus, sondern da kommen halt irgendwas raus. Und das Alte bricht immer wieder durch. Das heißt, das Alte wirklich endgültig abzuschließen. Und das ist das, was die klare Erkenntnis ist, dass es nur über Verantwortung geht. Also wir können das begründen mit 100.000 Sachen, aber wenn wir nicht bereit sind, wirklich für, auch für das Negative vor allen Dingen, eben die Verantwortung zu übernehmen, dann kann nichts Neues oder nichts Verändertes eben obendrauf kommen, nicht dauerhaft wirkungsvoll. Kurzzeitig funktioniert das sicherlich auch, aber nichts Dauerhaftes. Und so nehme ich eben, wie gesagt, die väterlichen Ahnen, nehme diesen Glaubenssatz in die Verantwortung, dass ich glaubte, deren Probleme lösen zu müssen,
beschließe dann, dass ich das, was ich geglaubt habe und schon übernommen habe, auch an sie zurück. Also ich formuliere die Sätze auch ganz klar so, dass ich das, was eben wie gesagt an Geschehnissen noch offen ist, an die Seele zurückgeht, die es betrifft. Ich muss also jetzt gar nicht auswählen, Opa, Oma, Uroma oder sonst irgendwas, sondern das System weiß sehr wohl, an wen es das zurückgeben muss. Und übertrage diesen Seelen letztendlich auch für ihr eigenes Denken und Handeln und für ihre Schwierigkeiten die Verantwortung. Also das heißt, das, was ich vorher mit dem Vater gemacht habe, in der Rolle, die väterliche Verantwortung zu übernehmen, mache ich genauso eben mit den Ahnen oder später auch mit jedem anderen Menschen, dass er für das, was er selbst tut, was er denkt und handelt, das sind eigentlich so die beiden Worte, eben die Verantwortung zu übernehmen hat. Und aus diesem Prozess heraus entsteht eben dann auch Entspannung. Und wie ich schon sagte, in den zwei Gruppen, einmal väterliche Ahnen, einmal mütterliche Ahnen, um dann eben auch für mich zu beschließen, dass ich frei bin von diesen Problemen. Also für meine Zukunft, für mein Leben bin ich befreit, das entscheide ich einfach, dass ich diese Aufgabe nicht machen muss. Deshalb, weil jeder letztendlich für sich selbst verantwortlich ist. Also es ist nicht so, dass das jetzt, was weiß ich, quasi aus der Luft gegriffen das Urteil ist oder sowas, sondern es ist im Kern so, du bist für dich verantwortlich, ich für mich, meine Frau für sich und so weiter. Ne? Aber natürlich kann man sich unterstützt geben, aus freiwilliger Aktivität und nicht aus irgendeiner Übertragung. Dann schließe ich eben, ich sage jetzt einfach mal dieses Thema direkte Familie ab. Dann gibt es noch einen Punkt, der wichtig ist für mich, und zwar, ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen, da hat man mal untersucht, es war eine Amerikanerin, dass bei unserem Zeugungsvorgang so eine Art Sicherheitszelle mit eingeschleust wird. Das heißt also, aus der einen Zelle bist du entstanden, bin ich entstanden, aber 60-70% der Menschen erleben in den Anfängen ihres eigenen Entstehens eine Art Zwillingserfahrung. Und das Interessante ist, dass die Menschen, also wenn man das wie gesagt auch kinesiologisch überprüft, haben oft keine gute Erdverbindung. Also das ist ein großes Problem, was viele Menschen haben. Man sagt einfach, die schweben so ein bisschen. Und die haben auch in ihrem Leben tatsächlich größere Schwierigkeiten, weil sie aus dieser Zwillingserfahrung heraus häufig auch diesen falschen Glaubenssatz haben, die unrecht geboren worden sind. Ja, dass nicht der andere oder die andere hätte geboren werden müssen. Und deshalb üben diese Menschen auch eine ganz starke Fürsorge für andere Menschen aus. Also ich habe in meiner Arbeit immer wieder festgestellt, Menschen, die in diese Burnout-Situation hineinkommen oder auch überhaupt sich verausgaben, die müssen gar nicht jetzt in dieses Extrem hinein, aber die eben einfach sehr, sehr engagiert für andere Menschen sind, die haben also nach meiner Erfahrung alle diese Zwillingserfahrungen gemacht. Das heißt, die haben alle in Anführungszeichen eben Schuldgefühle, dass sie zu Unrecht etwas, also auf diese Erde gekommen sind und deshalb eben sich rechtfertigen, indem sie etwas wiedergutmachen. Und das ist das, was also wirklich interessant ist. Und da habe ich also schon die tollsten Erfahrungen gemacht, selbst Top-Manager oder sowas. Den merkt man das auch manchmal an, also auch so, wenn man sich mit ihnen unterhält, dass sie eben so wenig Bodenhaftung haben. Die fliegen halt und haben so viele Visionen und so weiter, kriegen die aber alle nicht so richtig gebacken. Und wenn man diesen Prozess mit ihnen macht, dann plötzlich macht Peng, dann sage ich, ah, ich spüre meine Füße richtig. Also es gibt Leute, die einfach sagen, ich spüre meine Fußsohlen jetzt überhaupt das erste Mal. Und also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen, die alleine nur aus dieser einen Klärung dieser Zwillingsenergie heraus entsteht. Also das sind so diese Kernarbeit, die ich erstmal mache, wenn du sagst, du kommst zu mir. Und dann folgt man eben schrittweise, das verteilt sich auf 2-3 Tage meistens, dann seinen Weg weitergeht und guckt, welche Menschen sind in Beziehung zu dir gekommen. Also welche Partnerschaften bist du eingegangen, welche Menschen haben dort im Umfeld noch eine starke Rolle gespielt. Gerade wenn man, also ich selbst war zweimal verheiratet gewesen, man hat dann immer Schwiegereltern und da ist der eine halt so oder so gepolt. Und da hat man dann eben auch nochmal bestimmte Überzeugungen, Glaubenssätze
Spannungen, Dinge, die noch nicht geklärt sind und das was. Und das kann man in der gleichen Art und Weise, so wie ich es als Beispiel vorher mit dem Vater und der Mutter oder auch mit den Geschwistern erklärt hatte, klärt man einfach diese Position. Also immer wieder erstmal die Dankbarkeit. Ich danke dir, dass ich dich als Schwiegersohn kennenlerne oder als Schwiegermutter, Schwiegervater. Ich trage dir die Aufgabe als Schwiegervater, ich behalte dir als dein Schwiegersohn und dann ist das geklärt. Dann brauchst du nicht mehr hinzugehen und gucken, was hat es für einen Anlass gegeben, dass wir zwei nicht gut miteinander konnten oder dass wir uns da entschuldigen müssen. Das ist alles Unsinn. Also keiner muss sich entschuldigen, sondern jeder ist frei von Schuld, weil das ist einfach eine normale Lebenserfahrung, die wir mit anderen Menschen machen und die einfach zu Konflikten führt. Aber wenn wir Verantwortung für diese Konflikte übernehmen, dann brauche ich mich nicht schuldig zu fühlen. Also das ist der Gegenpol für mich. Das heißt, wer Verantwortung übernimmt, der sucht auch quasi auch immer wieder für eine Lösung. Wer Schuldgefühle hat, der sinkt so in sich hinein, der wird also eher depressiv oder der wird wie gesagt, klein und gedrückt und sich aus dieser belastenden Phase sozusagen wieder herauszuholen, ist viel, viel schwieriger als zu sagen, okay, schief gelaufen, ich habe mir es anders vorgestellt, aber es ist mein Bier, ich halte den Kopf dafür hin, jetzt guck mal, wie es weitergeht, jetzt guck mal, was wir verändern müssen. Und das bringt dann auch wirklich diese positive Energie und diese Kraft, die wir ja alle brauchen für unser Leben, um uns täglich sozusagen zurechtzufinden und mit Verantwortung, und das ist Verantwortung, übernehmen, stärkt den Menschen. Und darum geht es in meiner Arbeit. Es geht mir darum, dass die Menschen innerhalb sehr kurzer Zeit wieder selbstbewusst sind, stark sind und aus sich selbst heraus eben Entscheidungen treffen und nicht mehr so stark durch andere eben sich manipulieren und beeinflussen lassen, sondern so aus dieser inneren Sicherheit heraus, das bin ich, das kann ich mir zutrauen, das ist meine Überzeugung und so weiter. Das zu tun und wenn es schief läuft, kann man also auch, ich habe die Verantwortung dafür zu übernehmen und dann kommt der nächste Schritt und nicht zu sagen, es war, was weiß ich, schlechtes Wetter und es hat geregnet und diese ganzen Aufgaben, die es da immer wieder gibt, weil irgendwas schief gegangen ist, ne, oder ein anderer mit dran Schuld hat. Ne. Ja, dieses ständige Entschuldigen, das ist auch meine Lebenserfahrung, das bringt überhaupt nichts, das konserviert die Probleme, nur macht es noch schlimmer. Schlecht dich tatsächlich und du kommst, wie gesagt, eher in dieses Fahrwasser der Schuldgefühle hinein, ja. die dich Kraft kosten, anstatt eben in eine Nährung hereinzukommen, die dich wieder weiterbringt, die der nächste zufolge lässt. Und dann fällt dir das auch ein. Also, oder es begegnen dir Menschen, die dir plötzlich sozusagen ihre Hilfe anbieten und so weiter. Also das ist so, ist die Zielrichtung, das heißt, im Grunde genommen bezeichne ich das, was ich tue, als einen Klärungsprozess. Das heißt, die eigene Position in diesem Leben, das wir jetzt führen, wieder zu entdecken, die Schönheit, die Kraft, die Vielzahl, die unbegrenzten Möglichkeiten, die jeder Mensch in sich hat, wieder sozusagen als Möglichkeit zu öffnen. Wir sind ja eher geneigt, je älter wir werden, dass wir so ein bisschen in Anführungszeichen abgeklärt sind und eher uns weniger zutrauen mehr und alles so ein bisschen reduzieren, ach, es ist nicht mehr so wichtig und es ist das nicht. Das Gegenteil soll es sein. Also es gibt genügend Aufgaben noch, die wir haben in unserem Leben, wo wir auch im Sozialbereich oder sowas, da gibt es, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, aber es gibt genügend Herausforderungen, wo wir uns einbringen können. Das geht aber nur dann, wenn ich diese Kraft in mir habe, wenn ich diesen Mut habe, wenn ich diese positive Haltung dazu einnehme, es machen zu wollen. Ja, das hat einmal mit Mitgefühl zu tun und zum Zweiten auch mit Bewusstheit. Ja? Also du führst in den Klärungsprozess, der Bewusstheit herstellt. Und darüber wird ja auch in den spirituellen Gesprächen sehr, sehr oft gesprochen. Ja? Dieses Licht der Bewusstheit, ja? Das spüre ich direkt, dass das genau das ist, mit dem da gearbeitet wird. Und weißt du, also um vielleicht ein kleines Beispiel zu sagen, es ist so phänomenal, was wirklich durch einen kleinen Prozess tatsächlich passiert. Ich hatte einen Fall hier in Überlingen, wo ich lebe, dass eine Frau sich von einem Mann trennen wollte oder er sich von ihr und sie hätte einfach wirtschaftlich extreme Schwierigkeiten gehabt, wieder auf die Füße zu kommen. Wir haben zusammen eine Firma gegründet und so weiter. Also die Umstände waren äußerst angespannt und schwierig.
Und dann erzählt sie mir eben in diesem, also über den Vater, dass sie Vater seit 7 Jahren keinen Kontakt hat, obwohl er nur wenige Kilometer hier von Überlingen entfernt lebt. Und das eben bereits seit 7 Jahren. Und wer macht diese Arbeit? Und innerhalb von 24 Stunden stand dieser Vater vor ihrer Haustür, klingelte und sagte, kann ich dir helfen? Also das sind Dinge, die kann man nicht mehr erklären. Ne? Also das ist einfach jetzt, da gibt es keine Logik dahinter. Und dadurch war sie auch wieder eben aufgefangen und konnte eben auch diesen Trennungsschritt letztendlich nachher gehen mit der Unterstützung ihres Vaters. Ne? Aber das hat einfach dieser Klärungsprozess herausgebracht, weil sie die Verantwortung ihrem Vater als Vater übertragen hat. Und das erreicht ihn. Also da gibt es ja die unterschiedlichen Thesen über dieses morphogenetische Feld oder wie auch immer. Das ist auch für mich nicht so entscheidend gewesen. Entscheidend ist, dass es ihn erreicht. Und er kam, hat geholfen. Er war sich seiner Verantwortung plötzlich bewusst. Und das habe ich in so, so unterschiedlichen Fällen. Ich habe Geschwister, die seit Jahrzehnten getrennt sind, die haben sich wiedergefunden. So Sachen, wenn man das hat nachher hört, so banal, also eine hunderte Kilometer weg und dann so nach diesem Grund, naja, ich hatte so das Gefühl, ich müsste mich mal melden. Aber erst nachdem Verantwortung übertragen und geklärt war und jeder für sich selbst seine Entscheidung treffen konnte. Und dann konnten Streitigkeiten gelöst werden. Ich habe in Unternehmensbereichen, haben sich innerhalb von Teams in kürzester Zeit diese ganzen unterschwelligen, zwischenmenschlichen Konflikte aufgelöst, weil das hat diesen ganzen Projektablauf in einem Unternehmen ständig gestört. Hatte gar nichts mit diesen Sachthemen zu tun, sondern es waren diese zwischenmenschlichen Eifersüchteleien oder Unterstellungen, was der Geier, was da alles zusammenkommt, die einfach durch diese kleinen Klärungsprozesse, die nicht mit dem Betreffenden haben, sondern mit den, ich sag mal, Verursachern, Familie, Geschwister und so weiter begonnen hat. Und das ist, also für mich ist das absolut faszinierend und deshalb ist so auch mein Wunsch, dass das diese sehr einfach strukturierte Arbeit an möglichst viele Leute weitergeht, die das einfach anwenden, weil ich habe das jetzt erlebt mit meiner Tochter, die hat letztes Jahr mit 17 Jahren, also durch dieses G8 bereits Abitur gemacht, hat zu der gleichen Zeit in dem Sommer auch noch ihren Führerschein gemacht und so weiter, also höchsten Stress gehabt. Das Ganze konnte sie nur sozusagen aushalten, weil einfach diese Stabilität, diese Gewissheit in ihr war, dass sie das schafft, ne? Und dass sie eben weiß, wie sie mit Stress umgehen konnte und dass sie eben ihre Ruhephasen sich auch wirklich genommen und ohne schlechtes Gewissen. Ne? All diese Sachen, die fügen sich dann zusammen. Es wird dann zu einer der Selbstverständlichkeit, wie gesagt, auch mit sich nachsichtig umzugehen. Thematik Burnout, die ja uns alle so beschäftigt, ist ja dieses Problem, dass da kein Erholungsprozess mehr stattfindet, weder im Schlaf noch Freizeit noch was, weil die Leute da glauben, das brauchen sie nicht, sie können es einfach mit völliger Unsinn. Na, die brauchen diese Erholung. Das wirklich auch mit dieser Gewissheit, das gehört zu uns. Also ohne zu diskutieren. So, die Menschen würden zu dir kommen, zu Einzelsitzungen oder, weil du vorhin mal sagtest, so 2-3 Tage? Also in der Regel ist es so, dass, also ich habe Klienten auch in Berlin und so weiter, ich habe es bisher immer so gehandhabt, dass ich mehrere Termine entweder zusammenlegen konnte, dass ich zu einem Platz gekommen bin. Also wie gesagt, in Berlin war es so, da habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, die hatten 3 Manager gehabt, mit denen ich gearbeitet habe und die begleite ich dann während der Tageszeit, also während der normalen Arbeitszeit, weil ich nie länger wie 1-1,5 Stunden mit jemandem zusammenarbeite, weil es eben auch einfach körperlich extrem ist. Und das Zweite ist, ich möchte diesen Menschen nie das Gefühl geben, dass sie krank sind oder sowas oder dass sie anormal oder keine Ahnung irgendwas sind, sondern ich bin ein Coach, ich bin ein Begleiter für eine gewisse Zeit. Ich sehe das auch eher als Persönlichkeitscoach, damit es eben. Das ist die eine Geschichte, das heißt, wenn ich direkt arbeite, arbeite ich immer im 1-zu-1-Coaching, weil die Themen, die dort zu bearbeiten sind, in den meisten Fällen, also gerade für andere Ohren bestimmt ist. Aber trotzdem ist meine Vision und mein Wunsch so,
letztendlich solche Kombinationen zu machen, Workshop-Seminare, wo diese Grundarbeit, also Vater, Mutter, Geschwister, Ahnen und eben auch diese Zwillingsenergie in einem Wochenend bearbeitet wird, weil es eben nicht mehr erforderlich ist, dass man Einzelepisoden fragen muss, sondern es geht nur noch eigentlich um Namen. Das heißt, wie heißt dein Vater, wie heißt deine Mutter, wie sprichst du sie an, wie heißt deine Geschwister. Das heißt, diese Sätze beinhalten auch keine, wie ich das vorhin schon gesagt habe, keine Klärung einer einzelnen Situation. Also es muss auch da keine Peinlichkeiten entstehen, es entstehen auch keine, weil es eben darauf nicht ankommt und auch darauf nicht eingegangen wird, sondern wie ich schon gesagt habe, es wird die Position, die Aufgabe, die ich übernehme, als Vater, als Mutter, als Sohn oder als Geschwister, die wird geklärt. Und das ist eine relativ neutrale Geschichte. Und deshalb wünsche ich mir eben einfach, solche Seminar, Workshop zusammenzugehen, wo die Menschen zum einen sagen, okay, ich will es einfach nur für mich selbst haben, oder eben auch zukünftig zu sagen, okay, das Konzept gefällt mir so gut, ich sehe das als Einstiegs, als was weiß ich, erster Level oder sowas und ein zweiter und dann ganz gezielt, und das ist das, was ich jetzt noch zu wenig erwähnt hatte, aber dann wirklich die 20-30%, die dann noch offen sind. Ich sagte, wenn diese Grundarbeit gemacht ist, sind wir dann so bei 60-70%, aber dann gibt es doch noch mal Einzelthemen und Einzelverletzungen, Traumatisierungen oder so etwas, die dann eben wirklich anders beachtet werden müssen und wo es dann notwendig ist, dass man diese wertfreie Sprache der gewaltfreien Kommunikation anwendet. Auch da wieder, wir sind nicht Richter, sondern es geht hier darum, etwas sachlich zu beurteilen oder sachlich einzuschätzen, es auch sachlich zu schildern, Verantwortung zu übernehmen und dann eben die neu ausrichten. Das wäre dann an dem speziellen das Problemkomplex, ne? Also da muss dann diese persönlich pauschale Ebene bei den schweren Dingen dann ausgetauscht werden durch das konkrete Thema. Einzelcoaching notwendig, wo man dann einfach sagt, da muss ein geschützter Raum sein. Das sind ganz, ist auch eine ja, emotionale Situation da. Also ich hatte eine Fotografin, die leider eben sexuell missbraucht wurde und das äußere Merkmal war, dass sie eigentlich keine Fingernägel mehr hatte. Die hat die sich radikal abgefressen und hatte auch, wie sie sagte, 6 oder 7 Psychologen schon verschlissen. Und dann kam sie zu mir und wir arbeiten 4 Tage zusammen und dann so nach dem 3. Tag sagte sie zu mir, Martin, ich muss mir jetzt etwas kaufen, was ich mir noch nie in meinem Leben gekauft habe. Und dann sage ich, keine Ahnung, was ist das? Dann sagt sie, eine Nagelfeile. Als sie spürte, dass sie selbst nach 2 Tagen schon anfing wieder, dass die Fingernägel nachwachsen und dass sie eben nicht mehr diesen Reflex hatte, die Fingernägel abzukauen. Und das ist eine Arbeit, ich sage einfach mal, da muss man mit sehr viel und wie gesagt auch einen sicheren Rahmen anbieten, der die Person sich da in dieser wirklich schwierigen Situation öffnen kann und an diese tiefen Verletzungen eben kommt. Wobei, wie gesagt, es nicht notwendig, aber es entsteht, wenn man über das Thema spricht. Also ist ja ganz normal und ganz menschlich. Aber dann kann man sie mit diesen ganz strukturierten Sätzen sachlich und aufgebaut, wie gesagt, auch Verantwortung nachher und Dankbarkeit abschließen und es ist erledigt. So, die Methode, die klingt relativ leicht lernbar. Absolut. Du bildest auch Interessenten aus in der Methode? Ich habe es nicht verstanden. Bildest du auch Interessenten aus, diese Methode bei dir zu erlernen? Also es ist das, was ich jetzt beginne zu machen. Das ist genau das, was das Ziel ist, weil es sozusagen so einfach ist und für jeden im Hausgebrauch verwendet werden kann. Also wenn ich mir einfach nur vorstelle, dass, nehmen wir wirklich eine kleine Zahl, 0,1% der Haushalte in Deutschland das anwenden würde, da wären unglaublich viele Schwierigkeiten und ja, diese ganzen Spannungen, die in Familien werden weg. Ne? Das heißt, es würde ein anderes Verhalten stattfinden und es wäre ein anderes Leben, eine andere Lebensqualität dort. Und ich mache es heute ja genauso noch. Also
Nur kurz, meine Tochter hatte vor kurzem eben Streitigkeiten mit ihrem Freund gehabt und hat tatsächlich, weil er sehr heftig war, dort einen Schock erlitten auf gut Deutsch. Ne? Und dann kam sie nach Hause, war völlig verstört. Und dann haben wir eben einfach damit gearbeitet. Wir haben also wieder Verantwortung übernommen, auch Verantwortung für ihren eigenen Schock. Und du konntest zugucken. Ne? Also die ist dann in ihr Zimmer gegangen, kam nach 2 Stunden zurück und war wie ausgetrocknet. Und das ist das, was ich meine. Also man kann wirklich auch unmittelbar auf solche Geschehnisse. Und wir erleben auf unterschiedlichste Weise immer wieder kleine und größere Schocks. Ne? Selbst mir ist es vor einiger Zeit so gegangen, dass neben mir auf einer Veranstaltung jemand so ins Straucheln kam und versuchte, sich selbst zu halten und ist dann gestürzt, ne? Und hat sich im Gesicht sehr stark verletzt. Das hat mich total schockiert. Ne? Also ich war tatsächlich richtig in der Cup, wie es so schön heißt. Und dann habe ich meine Frau gebeten, eben einfach mir diesen Impuls zu geben, und es war aufgelöst. Also es sind so viele Möglichkeiten da, und ich bin sicher, dass das also auch noch weiter ausgebaut werden kann, wenn eben viele Leute, viele Anwender auch mit mir sozusagen in dieser Thematik weiterarbeiten und experimentieren, weil man kann nichts falsch machen. Also es ist nicht so, dass unser System, und das ist das, was so faszinierend ist, und ich glaube einfach, es wird viel, viel zu wenig berücksichtigt. Ja, phänomenal, wirklich so unglaublich phänomenal. Also nur eine kleine Zahl. Das Unterbewusstsein ist in der Lage, pro Sekunde 20 Billionen Reize zu verarbeiten. Unglaublich. Unser Verstand, also unser Bewusstsein, schafft gerade mal einen Reiz pro Sekunde. Das heißt also, unser Verstand ist völlig 19.999.000 hinten. Wir müssen eigentlich, und das ist das, was ich mit meiner Arbeit tatsächlich erreiche, das Unterbewusstsein ansprechen, weil das macht krack und dann ist das soweit. Das braucht halt überhaupt nicht drüber nachzudenken, sondern diese Vernetzung, Verbindungen, die finden einfach statt in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und deshalb können diese Dinge auch so wahnsinnig schnell geschehen. Und wie gesagt, ich bin sicher, dass es in vielen Bereichen, also gerade auch Depressionen, Burnout und all diese psychischen Belastungssituationen, auf die ich noch nicht mal so sehr explizit eingehe, weil ich, wie gesagt, einen anderen Ansatz auch habe. Ich glaube aber auch, dass man dort noch ganz vieles tun kann, um die Menschen eben einfach viel schneller wieder zu stabilisieren. Also es geht ja auch darum, Lebensfreude wieder zu kriegen, also zu haben und so weiter. Und einfach den Mut zu haben, auch Risiken einzugehen und. Also es gibt eine gigantische Anzahl, aber das kann man nur, wenn man es da innen, von innen, da können wir beide sozusagen stundenlang drüber diskutieren und uns gegenseitig bestätigen, aber da passiert trotzdem nichts. Dann, wenn es da von innen heraus ein Bedürfnis wird, sich selbst auf diesem Weg so zu entwickeln, zu zeigen, sich selbst eben mit Freude mit diesem Leben eben auseinanderzusetzen. Und dann ist man auch, wie gesagt, bereit, auch manchmal das ein oder andere Risiko oder auch das ein oder andere Fettnäpfchen einfach in Kauf zu nehmen. So ist es einfach. Und dann läuft es in die Richtung, dass wir uns wirklich entwickeln, dass wir weiterkommen, dass wir also nicht stehen bleiben und nicht degenerieren, sondern im Gegenteil, dass wir eben einfach vorankommen. Und das ist das, was mein Ziel ist, was mein Wunsch ist. Und je mehr Menschen das eben tun und je mehr dort davon profitieren, desto ja, harmonischer wird auch vieles. Und wir haben genügend Aufgaben, die zu erledigen sind, Umwelt und. Aus einem anderen Verantwortungsgefühl heraus. Dann schmeißen die Leute eben nicht mehr den Dreck auf die Straße, sondern verpacken ihn oder recyceln ihn oder was auch immer. Weil dieses Verantwortungsbewusstsein einfach dann da ist und es wird dann gelebt, dann ist es selbstverständlich. Und das ist das, was das Faszinierende an meiner Arbeit ist. Ich sage es immer so ein bisschen aus verletzter Eitelkeit in Anführungszeichen. Ich vergesse meine Klienten. Es ist so faszinierend. Also ich arbeite mit ihnen 3-4 Tage, wir sind sehr, sehr intensiv zusammen. Und nach wenigen Wochen haben die mich alle vergessen, weil dieser Übergang so fließend ist. Und es wird so normal. Es ist nicht so, dass man, was weiß ich, wie ein Lichtschalter jetzt von heute auf morgen, klack, Licht an. Das ist es nicht, sondern es braucht einfach oft auch Gelegenheit, dass ich das, was ich andere anders mache, anders ausstrahle und so weiter, dann eben auch reflektiert wird. Und ich habe zum Beispiel eine Sache, werde ich nie vergessen, ich habe einen Mann vor 3 oder 4 Jahre, der hatte Schlafstörungen gehabt. Ne? Und mit dem habe ich gearbeitet und dann traf ich ihn 3-4 Monate später wieder und habe gefragt, na, schläfst du jetzt gut?
Worauf der sagte, du, ich habe immer gut geschlafen. Ehrlich, war das wirklich so? Also wir vergessen das und das ist auch gut so. Ne? Also es ist wirklich, unser System ist hervorragend aufgebaut, dass wir diese negativen Gefühle, wenn ich dazu keinen Zugriff mehr habe, und das ist das, was diese Arbeit bewirkt, eben vergesse. Das ist einfach so. Ne? Also ich habe, wie bei dieser Fotografin, ich habe immer wieder mal Kontakt mit ihr und dann, wenn ich das auf dieses Thema komme, ihre schwierige Situation, sie kann sich das nicht mehr in der gleichen Art und Weise emotional vorstellen. Mhm. Gefühle sind weg, also sie weiß, dass das passiert ist, aber sie hat damit keine Reaktion. Genau darum geht es. Also es geht wirklich hier um den Klärungsprozess von diesen belastenden Gefühlen. Die schönen Sachen bitte alle behalten und alle aus. Ja, die Vergangenheit abschließen, ne? Ja, einfach die Vergangenheit abschließen, ne? Das war so, ich weiß, aber es hat jetzt keine Bedeutung mehr für die Zukunft. Und das geht es, und das geht es. Und das kann ich nur selbst entscheiden. Das kann kein anderer für mich tun. Bereit sein, das loszulassen, aber jetzt nicht mehr über den Verstand, weil der Verstand, wie gesagt, eine Sekunde, ein Impuls, das ist zu wenig für solche komplexen Themen. Es muss innerlich sozusagen eine Umstrukturierung stattfinden und diese Zugangswege zu diesem Gefühlsbereich, der muss verschlossen werden und dafür geht eine andere Tür auf, wie immer in unserem Leben. Und das ist dann die Neuorientierung und die Neuinterpretation. Und dann kann ich auch verzeihen und dann kann ich auch Mitgefühl zeigen und dann kann ich empathisch auf andere Menschen zugehen. Aber dann tue ich das freiwillig. Dann tue ich das aus mir selbst heraus und nicht, weil ich denke, das ist ein wichtiger oder ein ist notwendig oder wie ich auch das immer begründe, sondern das Wichtige ist für mich wirklich, dass die Menschen ja wirklich ihre Schönheit, ihre Vielfältigkeit selbst entdecken und dann plötzlich sagen, hey, das kann ich und das traue ich mir zu. Hm. Ich habe eine Bankerin gehabt, die hat darunter gelitten, dass sie ohne Ende gemobbt wurde und auch so sexuell angemacht wurde von verschiedenen Leuten und da gab es eben eine Person, die da besonders intensiv war. Und dann haben wir diese Person eben so, wie ich dir schon sagte, positioniert. Er hat die Verantwortung übertragen bekommen, sie hat ihre behalten. Und dann haben wir eine Woche später miteinander wieder gesprochen und dann habe ich sie gefragt, wie es denn jetzt so läuft mit ihm. Und dann, also der hieß nur ganz nebenbei, der hieß Detlef. Ne? Und dann sage ich, ja, wie geht's denn Detlef? Und dann sagte sie, wer ist Detlef? Ne? Und der war aus ihrem Dunstkreis weg. Das heißt, ihre Haltung und ihre Verantwortung, wir haben ja auch so eine gewisse Aura und so weiter, eine nonverbale Sprache, war so anders, in Anführungszeichen, dass der gar nicht mehr in ihren Dunstkreis, in ihr Zimmer kam. Der hat überhaupt aufgehört, sich in der gleichen Art und Weise zu verhalten. Und das ist bis heute so. Das heißt, einfach weil sie einen anderen Standpunkt eingenommen hat und mit diesem Standpunkt eben auch eine andere Sendung rausbringt. Ich finde meinen Standpunkt. Und dann geht es geradeaus. Dann geht es dahin, wo ich hin möchte. Und dann können wir können unglaubliche Dinge tun. Wir haben kein Problem. Also wir beide wissen vielleicht so ein kleines Stückchen von dem, was für Möglichkeiten wir tatsächlich haben. Aber ich denke, dass ich einen kleinen Weg auch gefunden habe, es eben schneller zu konzentrieren, schneller auf den Weg zu bringen und schneller sozusagen eine Basis durchstarten. Die Bremse zu lösen. Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Viele Leute, und ich sage das auch oder habe das früher auch gesagt, dass wir immer so mit angezogener Handbremse durch die Gegend laufen. Also wir zeigen es gar nicht richtig, und weil wir auch nicht mutig sind. Ne? Selbstvertrauen zu tun und mit dem Gefühl Verantwortung, also dann schließt sich dieser Kreis. Also das ist mein Wunsch, meine Vision. Also werde alles dafür tun, dass das sich vervielfältigt und dass das weitergeht, weil es leicht ist. Es ist so unendlich. Nur ganz ehrlich, mir fällt gerade ein, weil ich habe mit einer Frau zu tun, die ist ursprünglich Russin, hat etwas Sprachschwierigkeiten und hat ein tolles Unternehmen hier in Deutschland aufgebaut, aber ist von ihrem Mann leider Gottes ausgetrickst worden. Und ich habe mit ihr gearbeitet und das Interessante ist, dass sie mit Wahrheit und Ehrlichkeit arbeitet und wir das auch immer hineinbringen in diese Arbeit. Es geht hier nur um Wahrheit, es geht nicht um Manipulation. Fällt dieser Mann plötzlich richtig um. Ne? Also all das, was er so aufkonstruiert hat und gehofft hat, sozusagen Vorteile zu bekommen,
durch Tricksereien oder sowas, das ganze System fällt zusammen. Also. Also wir können wirklich unsere Wünsche erfüllen, wenn wir es wollen. Aber wir müssen halt, jeder muss für sich eine Entscheidung treffen. Das ist der Punkt. Und ich freue mich, das muss ich wirklich einmal sagen, und das ist immer wieder faszinierend, dass ich auch mit dir als Gesprächspartner so eine, ja, so eine Seelenverwandtschaft habe, so eine Gleichklang. Also dir brauche ich nicht viel, dir persönlich brauche ich nicht viel zu erzählen, weil du es einfach schon kennst. Ne? Du bist nur einen anderen Weg gegangen. Ja, und das ist. Ja, ich zögere ein bisschen, wenn du sagst, alle Wünsche erfüllen. Ne? Da kommt bei mir so doch der Punkt, ja, wenn du im Frieden bist, die Wünsche, die werden da auch ein bisschen ruhiger. Das klingt ja so ein bisschen nach Wunder werden möglich. Das, glaube ich, ist nicht gemeint. Ja? Nein, das meine ich nicht damit. Genau. Um Wunder geht es hier nicht, sondern es geht wirklich um konkrete Aufgaben. Also ich glaube, wenn man das Gefühl von Verantwortung mal kennengelernt hat und weiß, welche, was das bewirkt. Ja, die Power, die da drin steckt, ja. Hier nicht irgendwelche Besitztümer oder so irgendwas, sondern Verantwortung übernehmen erzeugt auch so ein Solidaritätsgefühl, so ein Miteinander. Und wie gesagt, dann ist man eher bereit, eben in seinem aus seinem Herzen heraus eben sich etwas zu wünschen. Also das ist das, was mich motiviert und bewegt. Also ich glaube, dass ich wirklich so über diesen Punkt der Eitelkeit so ein bisschen hinweg bin, weil ich einfach nur noch mir wünsche, dass es anderen aus sich selbst heraus besser geht. Also nicht, dass ich so predigen muss oder sowas. Das war immer so mein Punkt, den ich abgehalten habe, wo ich einfach gedacht habe, ich finde das alles in Ordnung. Also wie gesagt, Bücher und Seminare ist alles okay. Das funktioniert auch alles. Aber für mich ist es einfach immer wichtig gewesen, an mir selbst eben auch dauerhaft diese Haltung zu haben. Also nicht nur eine Momentaufnahme zu haben, sagen, überzeugt mich, verstehe ich und so weiter, sondern es geht mir wirklich darum, dass die Menschen plötzlich merken, welche Haltung habe ich denn alleine auch zu mir selbst. Ja? Mhm. Muss ich mir denn das alles gefallen lassen? Muss ich mich denn mobben lassen zum Beispiel? Oder muss ich mir denn diese permanenten Kritiken oder was es da auch alles gibt, muss ich mir denn unbedingt das alles gefallen lassen? Und wenn ich meine innere Haltung in der Weise verändere, dass ich dann den Mut habe, Stopp zu sagen oder denen Einhalt zu geben, dann mache ich doch schon einen riesen Fortschritt. Ja. Und das sind so Wünsche, wo ich sage, also einfach respektiert zu werden, mit Wertschätzung miteinander umzugehen und und den anderen auch so sein lassen zu können. Also nicht dauernd an jemanden rumeiern zu müssen, das machst du falsch und das ist richtig und bla bla, diese ganze Geschichte, sondern eben wirklich mit Souveränität auch miteinander umzugehen. Das wäre aber das geht nur aus der inneren Stabilität heraus und nicht über diesen Verstand. Das kann man. Genau. Okay, aber du musst Gefühl dazu haben. Du musst diese Sicherheit haben, das ist, also jetzt, es ist einfach so. Und das muss nicht mehr in Frage gestellt werden. Und um dieses, das geht es mir. Darum geht's. Wirklich miteinander zu leben. Und das ist ja leider so eine Entwicklung in unserer heutigen Zeit, dass wir eben eher separiert werden. Ich meine, es gibt eine gigantische Anzahl von Single-Haushalten und so weiter. Also in Großstädten liegt ja weit über 60% uns. Und anstatt eben, oder auch hier über Internet, die sagen immer nur, auf dieser virtuellen Ebene, sondern wirklich wieder zusammenzukommen, ne? Gemeinschaftlich, sich zu erfreuen, Spaß haben, Witze erzählen, dummes Zeug, Dinge, wieder wirklich Leben in uns selbst hineinzubringen. Ne? Und das ist das, was so meine Vision ist, dass wir eben dann auch schneller eben auch die Probleme anderer Menschen erkennen oder merken, wo es denn klemmt, ne? Dass man dann eben mit Engagement oder mit Gemeinschaft eben vieles retten kann. Und nicht nur eben auf irgendwelche soziale Institutionen oder sowas verweisen muss, die diese Aufgaben übernehmen. Ich meine, allein dieses Thema Pflege in der Zukunft wird riesig sein. Also
Auch da gibt es Möglichkeiten, aber das kann ein Einzelner nicht machen, sondern da ist es eben auch wichtig, dass viele so eine innere Haltung bekommen und dann die Kraft haben, das auch entsprechend umzusetzen und durchzuführen. Schön. Du siehst, also ist was meine Vision ist. Also das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt und du kannst es ja vielleicht auch noch verwenden. Also ich aus meiner eigenen Kindheit, und das ist das, was mich wahrscheinlich auch wirklich dahin gebracht hat, in die Richtung zu forschen und dieses Konzept, diese, ich bezeichne das ja als Meta-Quick-Essenz, also Meta ist die Information hinter der Information, Quick, weil es schnell geht, und Essenz, weil man nur wenig dazu braucht. Ich hab vorhin erwähnt, ich habe einen älteren und zwei jüngere Brüder, bin in einem mittelständischen Haushalt aufgewachsen, sehr erfolgreichen Vater gehabt und Hausmädchen noch und so weiter. Und obwohl ich also eigentlich in einer großen Familie aufgewachsen bin, habe ich mich innerhalb dieser Familie immer als Exot, als Außenseiter und als ja nicht so richtig zugehörig gefühlt. Und ich glaube, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, hat mein Leben sehr stark beeinflusst und sehr geprägt. Deshalb ist meine Ausrichtung eben sehr stark auf das Miteinander ausgerichtet. Also nicht so sehr das Separate, das kenne ich so genüge, ich kann auch gut mit mir alleine zurechtkommen, aber viel, viel schöner ist es, gemeinschaftlich mit anderen zusammen zu sein und da eben auch mit gemeinschaftlichen Ideen und mit gleichen Visionen eben an solchen Projekten zu arbeiten, die dann ganz, ganz vielfältig sein können. Und deshalb war es auch mein Bestreben in dieser Arbeit, eben aus diesem Klärungsprozess von mir selbst oder jedem Einzelnen letztendlich aber den Weg zu öffnen, des Gemeinschaftlichen wieder. Wir sind Herdentiere, wir sind keine separaten Menschen. Ne? Und deshalb ist mein Bestreben eben dahingehend, dass möglichst, ich sag mal, unkompliziert auch Harmonien, also auch Gruppierungen entstehen können, ohne dass diese, ich sag jetzt auch mal wieder, persönlichen Eitelkeiten uns daran hindern, weil der hat das und der hat das, der hat ein schöneres Auto, Haus, keine Ahnung, was alles, und wir uns dann schon wieder separieren oder auch durch Vorurteile oder falsche Urteile eben selbst kleiner machen, unbedeutender machen und so weiter. Dass wir eben uns als minderwertig fühlen, weil wir eben diesen sogenannten gesellschaftlichen Ansprüchen nicht standhalten können. Und all das möchte ich gerne, dass das, natürlich wird das immer eine gewisse Bedeutung haben, aber soll nicht mehr die Bedeutung haben, dass es uns daran hindert, aufeinander zuzugehen. Oder Titel oder so etwas, der Herr Doktor oder Professor, mein Vater war selbst Titelträger. Also ich kenne das von Kindesbeinen an, deshalb war der nicht ein besserer Mensch. Und das ist das, was ich so sehr ausdrücken möchte. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich jeden meiner Klienten zum Abschluss auf gleiche Augenhöhe stelle mit jedem anderen Menschen, auf jedem Platz, zu jeder Uhrzeit. Das heißt, es gibt null, aber wirklich null Grund, dass irgendein Mensch sich als etwas Besseres hält wie einen anderen. Gibt es nicht. Der hat beruflich vielleicht eine andere Position, hat dadurch mehr Macht oder hat mehr Befugnis oder sowas. Aber im direkten Vergleich ist er kein besserer Mensch als irgendein anderer. Und das bewirkt ganz viel. Also wenn ich mich, ich bin selbst 1,96 Meter groß. Also das heißt, alleine nur durch meine Körperlänge bin ich anderen überlegen. Das ist Quatsch. Ne? Also ja, ja. Ich bin genauso, so wie du auch, wie jeder andere Mensch auch, geprägt durch unsere eigenen Geschichten, durch unsere eigenen Erlebnisse und durch unsere eben Überzeugungen und Glaubenssätze und Urteile. Aber die sind weder besser noch schlechter wie die eines anderen. Gibt es nicht. Ja, es gibt einen Grund, dieses Besser-Schlechter gibt es grundsätzlich nicht, in meiner Erfahrung. Genau. Es ist nur die Frage, ob da irgendwie Blockaden sind, ja, und irgendwelches Glaubensblödsinnszeug im Weg steht, oder ob es frei fließen kann. Ich war diese Woche, habe ich einen Workshop gehabt, schwieriges Thema im Grunde genommen, mit einem Kollegen, der auch nicht gerade so eine einfache Benutzeroberfläche hat, sagt man so schön, ja. Und noch mit anderen, aber da ist eine Atmosphäre dann gewesen, wo der Fremde, also der andere, dann gesagt hat, Menschenskind, also mit den beiden Jungs, das hat mir so richtig Spaß gemacht. Ja. Und dann entsteht auch was Konstruktives. Und man wird schnell fertig, dann fließt es leicht und es läuft von der Hand. Ja. Und wenn die anderen Faktoren da noch im Raum sind, dann erstickt das so vieles. Ja. Das ist ganz wichtig, Reinhard, was du sagst. Das ist das,
was wir eigentlich immer so in den Vordergrund schieben. Das ist so unser persönlicher Habitus, diese ganze, wie gesagt, das Äußere. Ne? Und das geht's doch gar nicht mehr. Sondern es geht auch wirklich nur darum, wie kann man relativ unkompliziert aufeinander zugehen und wirklich etwas Gemeinschaftliches Neues entstehen lassen. Denn ja. Du hattest ja eben auch schon gesagt, Aufgaben gibt es ja wirklich genug. Ne? Wir müssen jetzt nicht uns an dem anderen wieder messen, ob wir da einen Zentimeter besser sind oder dicker oder keine Ahnung, irgendwas. Also mich amüsiert das halt mittlerweile, ja. Weil es darum wirklich nicht mehr geht. Das ist ja. Vorbei. Ne? Also ich habe nichts gegen schöne Kleidung, um Gottes Willen, aber das ist nicht mehr der Vordergrund. Ne? Wegen einem schönen Auto, wegen einem schönen Klamotte oder sowas, alles andere zu vergessen. Vor allen Dingen dann auch gegen andere Menschen zu agieren. Dann fange ich an, kritisch und auch in Anführungszeichen böse zu werden. Aber oder ich positioniere mich klar, ich zeige gleich meinen Standpunkt oder sowas. Ja. Ne? Und das ist einfach das, was mein Bestreben ist, dass diese kleinen Spielchen, die uns unglaublich viel Energie kosten und die so, also man hat ja auch in Unternehmen da Untersuchungen gemacht, wenn man das mal wirklich so rational runterbricht, wie viel Zeit für diese Eitelkeiten, für diese Machtspielchen an einem Tag in Unternehmen eben sozusagen investiert werden, das ist erschreckend groß. Also tatsächlich arbeiten tun die nur noch zu 20-30%, der Rest wird für diesen Mist da ausgegeben. Und es könnte eigentlich genau umgekehrt sein. Aber es geht nur, wenn wir innen drin diese Haltung haben, dieses Selbstbewusstsein, so wie du auch, und diese ja, Souveränität. Man kann auch den anderen dann so lassen und nicht an ihm rumeiern und dann hat man wieder einen neuen Konflikt. Genau. Wunderbar. Ich habe ein bisschen über die Methode gesprochen, ich habe aber, und das ist der Schwerpunkt, denke ich mal, die Ausrichtung, dass wir wirklich das so ausrichten, dass es möglichst viele Leute sich angesprochen fühlen und wirklich, dass es, wie du es auch erwähnt hast, dass es eine leichte Methode ist. Ne? Also wir kennen alle die deutsche Sprache und die Dinge werden von mir so vorgegeben, man muss sie im Endeffekt nur ablesen. Also von der Seite her ist es, wenn man es mal diese Grundarbeit kennengelernt hat und wie gesagt diese erste Arbeit gemacht hat, weil das ist Voraussetzung. Also es ist auch in meiner Erfahrung so, ich habe das experimentiert, wenn man diese Grundarbeit, also sprich Vater, Mutter, Geschwister nicht gemacht hat, hat die anderen tagesaktuellen Themen, die man bearbeitet, keine oder nur eine geringe Wertung. Ne? Weil wir tatsächlich aus dieser Eltern-Dings da die ganzen Ableitungen führen. Also das ist die notwendig. Kiste, genau. Die Kiste muss aufgeräumt werden. So ist es, genau. Das muss einmalig, und das ist das Schöne, einmalig gemacht werden. Und danach kann man dann die einzelnen Themen, wenn es welche gibt, eben speziell bearbeiten. Okay. Okay, dann danke ich dir.